Wir haben uns gerade einen Film angesehen, der spielt in der Ukraine und nennt sich Schola Nummer 3. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und worum es in diesem Film geht, das seht ihr jetzt. Schola Nummer 3 oder auch School Number 3. Der Dokumentarfilm Schola Nummer 3 zeigt den Alltag von 13 Jugendlichen, die in der südukrainischen Stadt Donbass leben. Ihre Schule wurde während des Ukraine-Konflikts zerstört und erst vor kurzem wieder aufgebaut. Die Jugendlichen erzählen in dieser ihnen so vertrauten Umgebung von Verlusten, Ängsten, aber auch von ihren Hoffnungen. Wir sind gerade im Haus der Kultur und der Welt und haben uns den Film Schola Nummer 3 angeguckt. Wie fandst du den Film? Ich fand ihn, am Anfang dachte ich, er ist richtig langweilig und wird auch sehr langwierig. Aber so zwischendurch fand ich ihn eigentlich ziemlich gut. Ja, und was die Zuschauer dazu meinen, das seht ihr jetzt. Neben mir steht ja der Ivan und wir haben gerade den Film Schola Nummer 3 gefahren. Wie hat dir der Film gefallen? Es war schon ziemlich einfach sozusagen. Ich dachte erstmal, dass es muss ein Film über Krieg sein, obwohl es war ein Film über irgendwelche Relation oder Beziehung zwischen Leuten und das war ziemlich einfach. Obwohl es war fast zwei Stunden. Wie hat dir denn gefallen, wie der Film mit dem Ukraine-Konflikt umgegangen ist? Ja, ich bin selbst aus Kiew und ich weiß schon ziemlich viel über diese Geschichte. Aber die Leute sind ziemlich offen und die haben ziemlich viel erzählt, aber nicht über das, was da drüben passiert, sondern über irgendwelche, Gefühle. Was fühlen sie, wenn das passiert? Also hat Ihnen das nicht so gut gefallen? Das war jetzt also ein bisschen untypisch. Also es war ja auch eine Dokumentation, also so ein bisschen untypisch. Also fänden Sie das jetzt besser, wenn es so ein bisschen eine typische Dokumentation ist? Es war schon gut. Ja, klar. Und warum haben Sie jetzt genau diesen Film ausgesucht? Also ich meine, es ist ja ein relativ spezieller Film. Ich denke, es gibt zwei Filme aus der Ukraine. Ich wollte auf jeden Fall ukrainische Filme suchen, deswegen das habe ich schon ausgewählt. Neben mir steht Viktoria und wir haben gerade den Film Schola Nummer 3 gesehen. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Der Film hat mir total gut gefallen. Ich fand ihn sehr berührend. Und warum? Ich fand es sehr berührend, wie offen sich die jungen Leute in dem Film gezeigt haben und wie die wirklich einfach über das gesprochen haben, was sie bewegt. Wissend, dass sie gefilmt werden. Also ich fand das total erstaunlich, wie persönliche Sachen, die gezeigt haben und worüber sie gesprochen haben. Also hat Ihnen die Art und Weise, wie man sozusagen mit dem Ukraine-Konflikt umgegangen wurde im Film, hat die Ihnen gut gefallen? Also ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es braucht diese verschiedenen Puzzlesteine und das ist einfach ein ganz besonderer Puzzlestein jetzt für mich gewesen, so zu sehen einfach, ja, dass auch unter diesen sehr schwierigen Lebensbedingungen für diese Menschen halt das Leben natürlich auch weitergeht und gleichzeitig so diese Gleichzeitigkeit von ganz normalem Alltag und ja, ganz außergewöhnlich schwierigen Umständen und wie diese jungen Menschen irgendwie versuchen, das zusammenzukriegen. Okay, und warum haben Sie sich jetzt genau diesen Film ausgesucht? Ich meine, das ist ja sozusagen schon ein sehr spezieller Film jetzt von den ganzen Filmen auf der Berlinale. Weil ich selber in der Ukraine war im Herbst im Rahmen von einem Projekt. War da Ihr Eindruck so, wie jetzt hier im Film gezeigt wurde oder haben Sie da komplett verschiedene Eindrücke oder andere Erfahrungen gesammelt? Na, ich habe mit ganz anderen Menschen gesprochen. So, ich habe dort Weiterbildungen gemacht für Sozialarbeiter und Psychotherapeuten. Die haben natürlich eine ganz andere Perspektive. Deswegen bin ich genau in diesen Film gegangen, um diese Perspektive eben zu sehen. Und finde es sehr kostbar. Ich stehe gerade mit Georg Genu, dem Regisseur von Schola Nummer 3. Warum hast du beschlossen, den Ukraine-Konflikt auf so eine Art und Weise zu zeigen? Also ich habe ja vorher, bevor ich in die Ukraine gegangen bin, 17 Jahre in Russland gearbeitet. Und das ist natürlich zwischendurch immer mal wieder in der Ukraine. Und das ist für mich persönlich eine Tragödie, wenn das Land, ja, wo ich wohl, auch wenn ich Deutscher bin, trotzdem am meisten zu Hause bin, Russland irgendwie sein Bruderland, sein Nachbarland überfällt und Menschen im Osten der Ukraine umbringt. Und deshalb
fühlte ich mich, obwohl ich kein Russe bin, vielleicht auch schuldig und ich wollte sehen, was da passiert. Und als ich gesehen habe, was da passiert, dann hatte ich das Gefühl, dass Kino, Theater, bildende Kunst sehr helfen kann, auch die Dinge zu überwinden und damit klarzukommen. Und deshalb arbeite ich da jetzt seit 2,5 Jahren. Warum denken Sie, hört man jetzt in Deutschland gar nicht so viel über diesen Ukraine-Konflikt? Und warum denken Sie, ist es deshalb auch so wichtig, darüber zu reden und sowas zu machen, solche Projekte? Also ich bin ja der Meinung, dass die meisten Deutschen gar nicht wissen, dass auch zurzeit da noch ein aktiver Krieg herrscht, wo täglich geschossen, gekämpft, Menschen getötet werden. Wenn man mal denken würde, Europa wäre eine Stadt, dann wäre ja Polen Nachbarstraße und eine Straße weiter ist ja dann schon Kiew und die Ukraine. Und deshalb möchte ich, dass wir so möglichst viele Projekte in Deutschland und in anderen europäischen Ländern zeigen, damit Menschen einfach wissen, das Töten im Krieg in der Ukraine ist eine tägliche Sache. Und wir müssen alles dafür tun, A, dass es aufhört, B, den Menschen. Ist auch eine der größten humanitären Katastrophen seit dem Zweiten Weltkrieg. 2 Millionen Menschen, die ihre Wohnungen, ihre Häuser, 2 Millionen Binnenflüchtlinge. Ja. Und deshalb braucht die Ukraine unsere Hilfe sehr. Und wie war es so, mit den Jugendlichen zu arbeiten am Set? Ich arbeite seit 20 Jahren, aus irgendeinem Grunde mag ich die Altersklasse 12 bis 18 total gerne. Ich fühle mich sehr, sehr wohl, ich fühle mich sehr, sehr verstanden. Meistens wahrscheinlich mehr als von meinen Miterwachsenen. Von daher, immer wieder, wenn ich eine Möglichkeit habe, mit Jugendlichen zu arbeiten, dann mache ich das total gerne. Der Humor, die Aufgeschlossenheit, das lebe ich einfach. Also der Trailer verrät ja jetzt so an sich von den Bildern her noch gar nicht so viel vom Film. Aber wie fandest du den überhaupt? Ich fand den wunderbar. Das war ganz toll. Also man hat ja an ganz vielen Stellen gelacht, sehr viel. Es war auch ziemlich lustig, manchmal auch ein bisschen absurd. Aber dann an vielen Stellen war man sehr berührt, weil diese Jugendlichen erzählen ja ganz viel aus ihrem persönlichen Leben und auch sehr intime Sachen und immer über Leute, die sie lieben, irgendwie ist mir aufgefallen. Es waren immer Leute, die ihnen sehr wichtig waren. Ich fand das sehr berührend. Und dann waren eben diese schönen Momente, aber dann kam immer wieder auf einmal, wie sie den Krieg erlebt haben, einfach in ihrem persönlichen Leben so. Und das, finde ich, war dann umso beeindruckender, weil man hatte das Gefühl, man kennt die Person jetzt schon und dann hatte das nicht mehr so etwas Anonymes, sondern das war gleich nochmal berührender. Es hatte einen krasseren Effekt dann. Ja, es war so extrem privat irgendwie, was wir erzählt haben. Und vor allem am Anfang dachte ich mir, also tatsächlich auch so von den Bildern her, boah, das wird jetzt echt ein langer Film, langer, anstrengender Film, wo viel gelabert wird. Aber irgendwann merkst du so ein bisschen, dass alles ist interessant, was sie erzählen. Also jedes bisschen, was sie, das ist einfach total interessant. Und auch von den Bildern her, später hat man so gemerkt, das hat so was Lebendiges, so was Realitätsnahes einfach. Du kannst dich da extrem gut hineinversetzen. Und das Bild war manchmal ein bisschen heller, manchmal ein bisschen dunkler, hat viel gewackelt. Aber es ist halt so unperfekt. Und ich mag es, wenn Dinge so was Unperfektes haben. Es ist so, als ob es wirklich so passiert wäre alles. Also ich meine, es ist ja alles wirklich so passiert. Ja. Es ist ja ein Dokumentarfilm. Und deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir dem Film 3,5 Gummibärchen geben. Also ich wäre ja dafür, ihm 4 Gummibärchen zu geben, aber ich kann das ja nicht allein entscheiden. Deswegen. Also wir haben sehr viel diskutiert und der Film war auch ziemlich lang, denke ich. Und vielleicht hat manch einer, also es ist wirklich bisschen anstrengend zuzuschauen vielleicht, auch wenn man, also es gibt den halt momentan nur mit englischem Untertitel und man sollte ein bisschen Englisch können, aber so an sich fanden wir den ziemlich gut und deswegen eben 3,5 Gummibärchen. Ja. Ich denke, das ist, kommen da die Gummibärchen? Kommen die Gummibärchen! Das ist keine Lebensmittelverschwendung, wir essen die noch. Wir essen die noch. Okay, das ist der zweite. Oh Gott. Oh yeah. Okay, Nummer 3. Ah. Okay, und jetzt noch, das war mein jetzt noch ein halber. Da war nicht mein Kopf. Es war sehr cool, auch mal mit dem Regisseur selber zu reden. Was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass wenn man mal einen Dokumentarfilm machen will, vielleicht nicht einfach das typischste A, B, C, D ist passiert, sondern mal einfach probiert, die ganze Geschichte aus einem komplett anderen Blickwinkel zu machen. Was einerseits zwar Distanz zu den Ereignissen schafft, aber andererseits einfach einen komplett neuen Blickwinkel gibt. Also danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.